We hebben kennis genomen van de uitspraak van de voorziening. We hebben die Entscheidung des zuständigen Richters zur Kenntnis genommen, haben dagegen höheren Orts Berufung eingelegt und darum gebeten, die Entscheidung dieses Richters aufzuheben. Die Aufhebung der Ausgangssperre ab heute Abend hätte unserer Auffassung nach weitreichende Folgen bei der Bekämpfung des Coronavirus und der epidemiologischen Lage in den Niederlanden. Der Kollege Trapperhaus wird gleich noch die juristische Grundlage des Gesetzes über besondere Befugnisse erläutern und auch dazu etwas sagen, was wir darüber hinaus tun, damit entsprechende rechtliche Grundlagen weiter ausgebaut werden. Ich möchte etwas noch hervorheben. Wenn die Abendglock, also die Ausgangssperre, nicht auf der richtigen Rechtsgrundlage beruhen sollte und es nicht zu einer Aufhebung kommen sollte, heißt das noch nicht, dass diese Maßnahme nicht nötig ist. Die Ausgangssperre ist ein Mittel, keine Zielsetzung. Und das möchte ich hier, und ich kann es nicht oft genug unterstreichen, ich möchte es hier deutlich machen. Wir haben das Ziel, das Coronavirus weitestgehend unter Kontrolle zu bringen, damit wir bald unsere gesamten Freiheiten zurückbekommen, und zwar zu sicheren Bedingungen. Deswegen haben wir ja die Ausgangssperre eingeführt, und daran hat sich heute nichts geändert. Deshalb möchte ich jeden nachdrücklich auffordern, falls wir mit der Berufung nicht durchkommen sollten. Ich hoffe darauf, dass wir Recht bekommen, aber ich weiß es natürlich noch nicht. Jedenfalls möchte ich alle nachdrücklich auffordern, sich an die Ausgangssperre zu halten. In jedem Fall bis Ende der Woche die Rechtssicherheit gegeben ist. Es ist von größter Bedeutung, dass wir unsere sozialen Kontakte wegen des Risikos einer Virusübertragung weitestgehend zurückfahren. Tun Sie das also bitte. Tun Sie das für sich selbst. Aber auch für alle anderen. Ich übergebe. Ja, dank. Erst even over Dankeschön. Urgentie zuerst noch etwas zur Dringlichkeit der Maßnahmen und zu dem Gesetz über besondere Befugnisse. Manche sprechen von einem Notstandsgesetz. Wir haben als Kabinett Mitte Januar auf dringendes Anraten des Outbreak Management Teams, des Beratergremiums also, gesagt, wir müssen nun zu einer einschneidenden Maßnahme schreiten, zur Ausgangssperre. Die Alternative, die uns auch noch genannt worden war von diesem Team, ist die Aufforderung, jeder muss zu Hause bleiben, die ganze Zeit. Und wir hatten als Kabinett damals gesagt, das finden wir nicht die richtige Maßnahme. Aber wir sind für die Ausgangssperre und dafür haben wir uns entschieden. Und der Präsident des Gremiums damals hatte das auch auf seiner Pressekonferenz so bekannt gegeben. Es sind dann immer einige Tage nötig, um alles in die Wege zu leiten, zu organisieren, dafür zu sorgen, dass überall in den Systemen, bei der Polizei und so weiter klar ist, welche Ausnahmen gelten für diese Ausgangssperre und was genau die Selbsterklärungen, die manche Leute abgeben sollen, bedeuten und wie die aussehen müssen. Das muss man also näher ausarbeiten, wenn man die Ausgangssperre genau beschreiben will mit Ausnahmen. In diesen 3 Tagen, die dafür nötig sind, bis das also auch bei der Polizei und in anderen Instanzen voll erfasst worden ist, auch bei den Ministerien, hat es eine Dringlichkeitsdebatte im Parlament gegeben. Auch deshalb, weil das Parlament früher schon gegenüber dem Kabinett gesagt hatte, wenn diese ganz besonderen Befugnisse kommen sollen und angewandt werden sollen, dann ist es doch wohl nötig, dass darüber noch einmal debattiert wird. Die Bevölkerung der Niederlande hatte auf die Ausgangssperre mit schweren Krawallen reagiert. Das Urteil des Gerichts in Den Haag hat eine der deutschen Querdenkern ähnliche Organisation erzwungen. Man mache nun eine große Party heute Abend, erklärten die Organisatoren. Gudrun Engel beschreibt die Lage und Atmosphäre in den Niederlanden. Die Niederländerinnen und Niederländer haben, genau wie die meisten Menschen in Europa, so langsam die Nase voll von den harten Corona-Schutzmaßnahmen. Die Niederlande befinden sich bereits seit Dezember im Lockdown. Das heißt, Schulen, Restaurants, Hotels, Kulturbetriebe, alles hat geschlossen.
Weil aber die Infektionszahlen in der Folge nicht so stark gesunken sind, wie man sich das erhofft hatte, kam am 23. Januar noch eine Ausgangssperre dazu. Und zwar immer in der Zeit von 21 Uhr bis 4.30 Uhr und zwar landesweit. Das ist für ein so liberales Land wie die Niederlande eine sehr drastische Maßnahme und es ist die erste Ausgangssperre seit dem Zweiten Weltkrieg. Es gab daran harte Kritik, vor allem von den rechtspopulistischen Parteien. Und als die Ausgangssperre in Kraft trat, gab es infolge 4 Nächte starke Krawalle, vor allem in den mittelgroßen Städten in den Niederlanden. Gruppen aus Hooligans, aus Neonazis und aus gewaltbereiten Jugendlichen lieferten sich wahre Straßenschlachten mit der Polizei. Es wurden Geschäfte geplündert, es gab große Zerstörungen und die Polizei war im Großeinsatz. Die Justiz hat daraufhin dann hart durchgegriffen. Es gab sehr viele Verhaftungen, es gab Schnellverfahren vor Gericht und auch das ist in den Niederlanden möglich. Die Autos der Straftäter wurden beschlagnahmt und stillgelegt. Der Schaden der ganzen Krawalle geht in die Millionenhöhe. In der Zwischenzeit hat eine Gruppierung mit dem Namen Viruswahrheit geklagt vor Gericht gegen diese Ausgangssperre und hat jetzt Recht bekommen und zwar mit sofortiger Wirkung. Das Gericht sagt, die Regierung Rutte hat nicht das Recht, die Bewegungsfreiheit der Bevölkerung derart einzuschränken. Und das ist auch nicht besonders verwunderlich. Auch in Deutschland gab es bereits ein Gericht, das die Ausgangssperren in Bayern oder in Baden-Württemberg gekippt hat. Die Regierung Rutte hat jetzt Berufung eingelegt und fordert die Bürgerinnen und Bürger dazu auf, trotzdem zu Hause zu bleiben. Sie sagt, man brauche diese Ausgangssperre, um im Kampf gegen das Virus erfolgreich zu sein. Und die gesamten Corona-Schutzmaßnahmen in den Niederlanden gelten bis zum 2. März.